Dann darf ich euch alle recht herzlich begrüßen zur Medienkonferenz anlässlich vom Heimspiel gegen Dazio Bellinzona am Sonntag in der 25. Runde für der DHC Challenge League. Vorab gibt es keine Info von meiner Seite, weshalb wir gleich zur personellen Situation fürs Spiel kommen. Die schaut folgendermaßen aus: gesperrt ist Fehr, Gajic und Gemaili, gefährdet Cicek, Dobras, Gasser, Isik und Traber. Verletzt nach wie vor der Fuhr Trahimi und fraglich haben wir Traber, Ulrich und Ferinen. Ja, Kiki, letzte Woche hart erkämpfter Punkt in Lausanne. Wie wichtig war der für die Mannschaft nach zuletzt vielleicht eher schwieriger und turbulenter Woche, speziell auch für die Moral? Ja, beim Favoriten, glaube ich, für den Aufstieg ist es sicher kein schlechter Punkt, aber mittlerweile kennen wir das schon mit den Punkten, dass die uns nicht weiterbringen und ich glaube, dass wir ja darauf auf Sieg fokussiert sind und deshalb, glaube ich, haben wir am Sonntag gleich wieder die Chance. Ja, Stichwort Sonntag, Stocki. Mit Blick aufs Spiel, was erwartest du denn für das Spiel grundsätzlich und in welcher Bereiche müssen wir uns vielleicht noch mehr steigern, um nach langer Zeit wieder mal die 3 Punkte zu holen? Ja, ich erwarte, dass die Mannschaft genau dort weitermacht, wo sie aufgehört haben, weil das ist der richtige Weg. Und ja, klar ist auch, wir müssen mit Goalchancen, Torchancen spielen, wir müssen noch konsequenter Weg nach vorne suchen. Und wie gesagt, der Kick hat es gesehen, es geht darum, dass wir das Spiel gewinnen. Und am Sonntag werden wir ganz klar 3 Punkte holen, weil das der Anspruch ist und in dieser Situation auch genau das richtige Mittel, um wirklich einen Schritt vorwärts zu kommen. Aber es ist kein Selbstläufer. Bellinzona hat auch nochmal, sie wehren sich mit Händen und Füßen, es ist eine unangenehme Mannschaft, haben jetzt so Durchstrecke hinter sich mit wenigen Spielen gewonnen. Und nochmal, es wird kein einfaches Spiel, es wird wahrscheinlich auch kein schönes Spiel, aber ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft alles dafür tut und sich selber jetzt auch mal belohnt für den Aufwand, den man betreibt und auch für die Situation, wo man ist, wenn man wirklich alles dafür tut. Und deswegen, ja, Vollgas. Schön spielen, nein, aber 3 Punkte unbedingt abhalten im Verlust. Okay, danke euch beiden. Bitte schön. Ja, jetzt hast du Mannschaft der Woche mal können trainieren, beobachten. So. Was hast du jetzt vor allem Wert gelegt, die Woche? Ja, das sind der Rhythmus hochhalten und der ein oder andere Inhalt haben wir aufgrund vom Spiel gegen Lausanne noch angeschaut. Ja. Mir ist bewusst, dass das Spiel in der Offensive, die Umschaltphase nicht optimal genutzt worden sind, aber wie gesagt, wir haben den Fokus genau auf das gelegt, was wir umgesetzt haben am Sonntag in Lausanne. Es ist aufgegangen, mit dem Wissen, dass viel Potenzial noch da ist, was die Offensive anbelangt, aber die Solidarität in der Mannschaft, die Einstellung und die Leistungsbereitschaft, die sind da gewesen und das ist das Wichtigste. Und jetzt, ja, es wird die ein oder andere Umstellung gehen aufgrund der Sperren. Deswegen bin ich nicht einmal unglücklich darüber. Also nochmal, es ist immer schade, wenn ein Spieler drin ist, aber alle haben Gas gegeben und alle wollen unbedingt spielen. Das ist etwas sehr Positives und darum bin ich eigentlich auch guter Dinge, dass egal wer reinkommt, egal auf welcher Position, dass das nahtlos weitergeht. Und ich bin aber voll überzeugt davon, dass wir am Sonntag einen Dreier fahren. Vielleicht die Frage, die du erwähnt hast, wie groß ist die Chance, dass drei oder andere von ihnen gleich spielen kann? Die Chance ist da, aber wie gesagt, der Team hat jetzt ein paar Tage Fieber gehabt. Letzte Woche ist jetzt erst die Woche wieder eingestiegen, da müssen wir schauen. Dort ist sehr vorsichtig. Beim Dario sieht es auch gut, dass wir schauen, wie es heute im Training ist. Also es ist nicht unmöglich, aber wie gesagt, es haben alle Gas gegeben, bis auf den Fuhrt, der noch verletzt ist. So sind jetzt wieder alle an Bord. Und das ist etwas Positives, auch wenn jetzt der ein oder andere gesperrt ist und vielleicht auf dem Sprung ist, aber das ist etwas, wo man damit arbeiten kann. Und deswegen nochmal, es sind viele, die jetzt letzten Sonntag nicht können spielen, die sich jetzt den beweisen können und wo ich kann. Und darum, ich sehe das als eine extrem positive Situation und nicht etwas, wo jetzt schlecht ist. Und die folglich sind, da müssen wir jetzt heute nochmal schauen, weil wenn sie heute nicht voll trainieren können, muss man ehrlich sein, die anderen trainieren die ganze Woche. Also wenn wir schon dann auch die richtige Reihenfolge haben. Ich glaube, der Lars ist schon ein dritter Bauer hier gesehen. Ja, er hat leichte Adduktorenprobleme gehabt. Er hat jetzt mal nicht das ganze Training ausgesetzt, hat mal ein bisschen pausiert. Also, ich gehe schon davon aus, dass es im Bereich von Möglichen liegt. Und ja, Kunststraße in Lausanne oder Kunststraße allgemein hat dann immer ein bisschen Nachwirkungen beim einen oder anderen Spieler. Aber nochmal, jetzt haben wir wirklich noch Zeit. Heute ist ein bisschen weniger vom Inhalt, weniger von der Belastung her, dass wir nochmal einen Tag ein bisschen jetzt um sich holen, morgen nochmal ein bisschen Gas geben. Wir haben noch genug Zeit bis Sonntag und deswegen bin ich dort guter Dinge. Gegen Lausanne ist mir vor allem in der Defensive gut aufgefallen mit dem Kampfgeist. Bellinzona ist jetzt eine andere Mannschaft, hast du glaube ich schon am Sonntag gesehen, kann man dort erwarten, dass er auch anders spielen werden, also
durchaus für dich da mehr nach vorne, dann vielleicht ein bisschen mehr Risiko gehen, oder wie siehst du? Müssen wir erwarten, muss man erwarten, weil nochmal, das ist unser Anspruch. Es geht nicht darum, zum nur verhindern, es geht darum, zum die Mannschaft auch vor Probleme stellen und Goal schießen, so nicht, das geht es nicht. Also nochmal, man muss immer wieder schauen, in welcher Situation das man ist und welche Mittel das man zur Verfügung hat und welche Verfassung das die Mannschaft ist. Und sie haben das top gemacht, sie haben das wirklich super umgesetzt, haben den Willen gezeigt. Und jetzt ist klar, nochmal, man ist nicht daheim und sagt, wir wollen das als 0-0 machen, wir wollen die Zone gewinnen. Dass es nicht einfach wird und dass es kein Selbstläufer ist, in der jetzigen Phase muss sein, das muss allen klar sein. Aber ich glaube, wenn wir das herkriegen, dann nochmal, alles, was stabil ist, nach hinten und nach vorne, so viel Kreativität und so viel Druck, wie wir können, erzeugen wir machen. Und dann fällt wieder an ich. Und dann haben wir belehren lassen, lesen lassen, dass es schon lange her ist gegen Benizona, der letzte Sieg. Und jetzt ist wieder Zeit und es ist genug Zeit vergangen. Du bist ja dabei gewesen, das ist ein gutes Omen für dich. Das ist ein super Omen, weil dann kann ich selber wieder richten und ausbügeln mit der Mannschaft zusammen. Nochmal sind so Spielereien, ist noch spannend, hätte ich selber gerne auf dem Schirm gehabt. Sie kommen daher, wir schauen, dass wir 3 Punkte holen gegen Benizona. Dann ist eine Mannschaft, die wieder mehr überlegen muss und wir haben dann das nötige Selbstvertrauen. Ich glaube, die Mannschaft hat sich einen Dreier verdient, um wirklich das Selbstvertrauen wieder so ins rechte Licht zu rücken, dass man für die kommenden Aufgaben gewappnet ist. Wie ist das gesehen? Ich weiß es gerade nicht. 2-4. 2-4? 2-4. Also fast 20 Jahre. Ja, fast ein Jubiläum. Ja. Okay. Ja, Kiki, vielleicht zu dir. Ich kann mir vorstellen, du fühlst dich unter einem neuen Trainer wieder ein bisschen wohler, nachdem der letzte nicht so oft gesetzt hat. Für dich wieder eine neue Motivation speziell? Ja, ich glaube, jeder Trainerwechsel bringt irgendwas mit. Für mich war der Trainerwechsel ja, Gold wert. Das traue ich mir sozusagen und bin auch wieder dankbar und glücklich, dass es so ist. Und hoffen, dass ich der Mannschaft eigentlich das wieder zurückgeben kann, was wir eben vielleicht das letzte Monat nicht am Platz gebracht haben. Und es macht einfach Spaß. Und oft, wenn ich mir den Kader von uns anschaue, da wird man schon schlecht, dass wir wirklich auf dem Tabellenplatz sind. Und ja, das Problem ist halt, wir müssen, sagt jeder, aber eigentlich wollen wir gewinnen. Und es wäre halt wieder mal schön, ja. Aber hast du das Gefühl, dass jetzt Ihre Mannschaft effektiv ein Rückgang ist durch die Mannschaft jetzt mit dem Trainerwechsel letzte Woche? Ja, vielleicht nicht nur mit dem Trainerwechsel, aber man merkt einfach, dass ich merke es an mir selber und versuche es an die Mannschaft zu übertragen, dass wirklich was anders ist. Die Trainings sind anders, jeder Spieler weiß, wenn ein neuer Trainer kommt, dass die Chancen eigentlich wieder bei, nicht immer, aber bei Null liegen und einfach sie jeder wieder neu empfehlen kann und da wird das Training dann auch ganz anders, wenn jeder wieder mit 100% trainiert und jeder glaubt an seine Chancen. Kiki, wie wichtig ist vielleicht, dass man nach dem Punkt jetzt auch einen kleinen Sieg holt? Man muss auch überlegen, der Gegner kommt bei den Zonen. Ist in ähnlicher Situation, es ist ja noch, ich glaube, die schwächste Mannschaft in der Rückrunde, wenn man jetzt noch die Rückrunde anschaut. Also wird vermutlich, wenn man gegen eine Mannschaft gewinnen möchte, diese Mannschaft sein. Und wenn man nicht der Sieg geholt, wird es vermutlich wieder Diskussionen geben. Oder wie siehst du? Nein, ich sehe einfach, dass wir gegen 9 Mannschaften in der Liga immer gewinnen können. Mhm. Und da ist jetzt egal, ob da jetzt Bellinzona herkommt oder unser Lieblingsgegner Aro vielleicht. Aber es ist einfach, ja, wie gesagt, nochmal schön zu gewinnen, zu Hause zu gewinnen. Ich persönlich habe mit Bellinzona auch noch Rechnung offen von dem einem Spiel, wo ich in der Halbzeit rausgekommen bin. Ja, war kein guter Fußball von denen, von uns auch nicht, aber ganz ehrlich, wenn ich mir unseren Kader anschaue, mit den Leistungen, was wir eigentlich bringen könnten, bin ich guter Dinge, glaube ich, dass wir am Sonntag da die 3 Punkte lassen.